geht werde. Nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Was? Wer hat das getan? Sag es mir. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Dieses Spiel ist so ätzend. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Ja, und gleich bist du tot. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Verschwinde. Eine milde Gabe. Bitte, nur ein paar Goldstücke. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Wer hat das getan? Ja, und so. Wer hat das getan? Niemand. Wer hat gesehen, was hier geschah? Haltet ihn! Heide. Lasst ihn nicht den... Das ist doch ein Scherz, Alter. Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Vielleicht weißt du es nicht, aber du bist tot, du. Nein, ich sag's nicht. Ihr hört ja zu. So, jetzt habe ich noch was zu erledigen. Wer hat gesehen, was hier geschafft? Vor allen Dingen, wir kommen da auch nicht irgendwie anders hin, ne? Also gut, du hast Glück, Frauen. Luger. Was kostet dich den Kopf? Sind hier langsam mal alle Wachen in der Gegend tot? Mörder auf freiem Fuß. Edler Herr, willkommen. Ich habe alles, was ihr braucht. Ich sage jetzt erstmal nichts, tut mir leid, aber ich will das jetzt mal schaffen. Wer hat gesehen, was hier geschah? Und bevor ich hier gleich anfange rumzuschreien und in meinen Monitor zu schlagen, machen wir das mal lieber zu. Die Frage ist nur, wie komme ich dahin, ohne hier durch die ganzen... Da ist wieder diese Pennerfrau. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Eine milde Gabe. Bitte, nur ein paar Goldstücke. Oh, was ist das? Was? Wer hat das getan? Sagt es mir. Kommt schon, tretet näher. Ich habe viel im Angebot. So. Vielleicht kommen wir ja hier so irgendwie durch. Ich bezweifle es zwar, aber wir haben jetzt nur noch 2 Minuten Zeit. Das hasse ich an Assassin's Creed. Ach, ein Hitler. Oh, das ist so. Hier wirst du sterben. Natürlich, ich beende gleich mal die Aufnahme, weil ich keinen Bock auf dieses Kackspiel gerade mehr habe. So, Freundchen, erstmal bist du da dran. Das gibt's doch nicht. Kann man hier irgendwie die Wachen ausstellen? Es ist einfach nur frustrierend. Einfach nur frustrierend. Mehr anders kann man das nicht sagen. Das
dass die Wachen auch immer gleich so aggressiv sind, einen entdecken. Wisst ihr noch, wahrscheinlich letzte Folge, als ich noch gesagt habe, boah, cool, ne erste Mission hier. Oh, ja. Entschuldigung dafür, das war einfach nur dumm von mir. Jetzt labert mir der wahrscheinlich erstmal wieder voll. Ich bin viel schneller als du, Alter, ihr ist voll schwach. Wer hat das getan? Hier findet ihr alle, niemand. Es gibt nichts, was ich nicht habe. Seid gegrüßt. Wenn ich euch helfen kann, egal wie, zögert. Mögt ihr, was ihr seht? Seid ihr es leid, an den Ständen der anderen Kaufleute nichts zu finden? Oh ja. Allmächtiger. Wer würde nur so etwas Furchtbares tun? Dass man die Leichen auch nicht mehr wegräumen kann. Was ist euer Begehr? Das ist in den späteren Spielen auch viel besser. Also Assassin's Creed 1 hat schon die richtige Richtung gewiesen, aber war an sich, was das rundherum anging, noch total crappy. Nein, ich habe aber noch viel, viel mehr. Die besten Waren. Hauptsache, hier steht jetzt keiner hinter. Wie tragisch. Oh, wie schrecklich. Oh, ich. Komm, der Typ hier. Der Typ hier vorne greift uns gleich an und dann kommen die Wachen. War das großartig. Oh, genau wie in Aleppo, erinnert ihr das euch? War nicht großartig, etwas, das war total. Entschuldigt mir das Wort. Ich glaube, total es ist eine Karte scheiße. Mit den Positionen das war seiner Wachen. So für den Arsch, diese sicher Mission. Wird das bei eurer Mission helfen. Oh. Wenn ihr wieder in Damaskus seid, kommt mich besuchen. Meine Tür nee, steht euch immer offen. Friede sei mit euch, mein Freund. Stirb einfach. Deine Mission war für den Arsch. Wow. Wo er seine Wachen postiert hat. Das hätte man auch nicht anders herausfinden können. Zum Beispiel durch simple Beobachtung. So. An dir statuiere ich jetzt mal ein Exempel. Aber ich sage, oder so. Ja, irgendwie hat es doch auch Nachteile, ein Meisterassassine zu sein. Jeder kennt dich irgendwie. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Nur eine Kleinigkeit, bitte. Hopp. So ein Narr. Hopp, hopp, hopp. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Mit dem Unsinn aufhören? Ich bin gerade so müde von diesem Spiel. Aber ich mache weiter. The Shoff must go on. Ne? Für euch quäle ich mich jetzt hier durch diesen Bockmist. Da. Noch so ein Ding? War da hinten nicht erst? Ja, ihr wisst ja, was ich meine, diese komischen Dächer und so, ne? Kommen wir hier hoch? Ja, hier kommen wir hoch. Und mir juckt gerade das Ohr. Ha, 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 ha. Da können wir nicht weiter. Kommen wir hier weiter? Ja, hier kommen wir weiter. Puh. Oh, doch, so langsam geht's wieder. So langsam, ich glaube, wenn die nächsten 2-3 Missionen gut ablaufen, dann bin ich nicht mehr so doll am Kotzen. Nee, aber ich finde sowas wie gerade eben, das sind einfach nur Konstruktionsfehler in solchen Spielen. Du bist ja voll der Casual. Ja, na und? Verklag mich doch. Ich bin ja nur am Prozess interessiert, genau wie der Pro. Hallo? Boah, ich hätte jetzt gedacht, der springt da voll rauf auf das Ding. Hui, 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 hui. Ich werde dir die Hände
brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ich hasse Bettler. Du tust doch etwas. Ja, Kim. Hol mir deinen Kopf. Pam und schade, hat nicht ganz gereicht. Für den hat's gereicht, für den hier hat's gereicht. Jetzt endlich auch mal. Und das Freundchen hier, das Kerlchen hier, das fliegt jetzt mal durch die Luft. Gut, so, dass ihr erzähl mal. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Solche Sachen sind schön. Die sind recht simpel und man muss keine verdammten Leute umbringen, die von Krüppeln und Wachen bewacht werden. So, als nächstes... Oh, habe ich den übersehen? Scheint so. Dann waren wir doch vorhin noch nicht da, als ich gesagt hatte, hey, waren wir da vorhin nicht schon? Nein, ihr versteht es nicht. Schade. Ich habe nichts. Na und? Wie geht's mir? Ich bin armer Let's Player. Ich habe zwar YouTube-Milliarden, aber... Bla. Und teilweise ist die Kamerasteuerung etwas frickelig. Aber naja, kein Spiel ist beim ersten Teil perfekt, auch wenn der erste Teil ziemlich scheiße ist. Aber das Schöne ist, es hat sich gebessert. Ich finde ja, die Spiele wurden nach und nach besser, auch wenn angeblich beim Revelations irgendwie so ein Schwachsinn wie eine Tower Defense eingebaut wurde, was ich irgendwie, naja, bisschen dämlich finde. Das gehört da nicht rein. Ich finde, der zweite Teil und der dritte Teil, also Brotherhood, machen da alles richtig. Und mal schauen, wie da Assassin's Creed 3 wird mit Connor in Amerika. Das Setting finde ich schon mal genial. Auch wenn ich jetzt nicht so weiß, was ich von dieser Wildnis da halten soll. Und irgendwie, die Wildnis ist alleine schon dreimal so groß wie das Rom aus Assassin's Creed Brotherhood. Warte mal, ich erinnere mich an die Festung da hinten. Ist da hinten irgendwo so ein Hafen? Nee. Ach, ich weiß doch nicht. Ich kenne mich doch nicht aus. So, und aufwärts. Sehr schön. Das ist auch ein hoher Turm. Da kannst du jetzt sagen, was du willst. Und wir sind oben. Gott sei Dank. Synchronisieren. Und jetzt bitte neben den Heuwagen springen und tot sein. Und dann ist es am besten so, dass der Spielstand nicht gespeichert wurde, nachdem wir da die eine Mission gemacht haben. Ich glaube, dann würde ich nur noch kotzen. Oh, Kruppel. Darf ich mal? Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Die letzte Lieferung ist da. Gut, sorg dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Was für eine Lieferung? Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ich verstehe es aber nicht. Dann sag mir doch mal, was das bedeutet. Ein Fest. Bin ich dazu denn eingeladen? Das wäre schön. Ich würde mich als Chinchilla verkleiden und in den Aquarien tanzen. Und wenn er mich dann beobachtet, beziehungsweise wenn er dann mit dem Beobachten von mir aufhört, dann schlage ich zu. Verdammte Russe! Nee. Wäre aber lustig, wenn er das sagt. Also, nicht weil Russen verdammt sind, Gott bewahre. Ich kenne auch so ein paar, zwei, drei, die auch ganz cool drauf sind. Auch ein ehemaliger Mitspieler bei mir, als wir noch Guild Wars gespielt hatten.
Der Tenshi. Erst das. Gut, dass ihr gerade vorbei seid. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ach. Jemand muss das beenden. Ja. Danke, Leute. Du bist ein gemeiner Mörder. Heul doch. Hallo, ich will nach rechts rüber. Hopp. Er wird sich noch verletzen. Warum macht er? Ja, kommt nur, kommt nur. Ich zeige euch mein ganzes Angebot. Ja, ich weiß es nicht. Und deswegen mag ich keine aggressiven Spastiker. Entschuldigung, darf ich mal? Dickerchen. Was ist denn das hier? Ist der verrückt? Balkon? Terrasse? Sowas in der Art? Ey, das gibt's doch nicht. Hier sind überall diese Dinger, wo ich nicht rüber kann. So, da hinten kann ich hoch. Hier kann ich hoch. Oh. Hoppala. Probieren wir mal, hier hoch zu klettern. Und die Frage ist natürlich, welche Wache hat jetzt Aggro auf uns? Also Aggro, ne, kennt ihr. Verfolgt uns, quasi. Hat uns als Ziel ausgewählt. Mag uns nicht. Ist beleidigt von unseren Taten oder sowas. Um den Dreh, ne? Adlersprung in den Heuhaufen. Warte mal. Ich lande neben ihm im Heuhaufen. Der Herr ist alter Mann. Wer ist der alte Mann? Oh, das gibt's doch nicht. Das ist wieder so ein verkackter Kreuzritter. Immer diese Christen. Ich krieg dich! Eins, zwei, ach, das sind ein paar. Stimmt, das hatte ich nämlich noch nicht erwähnt. Wenn man einem Templer begegnet, der erkennt einen natürlich als Assassinen. Ich hab doch hier unterbrochen. Und deswegen greift er einen auch gleich an. Und alarmiert dann auch gleich die Wachen. Weil die Templer waren ja bei Masyaf, wie wir gesehen haben. Zack in Bauch. So, nimm das. Und zack, das war's. Hä? Bist du gegen die Mauer geklatscht? Jetzt tot? Okay. Merkwürdig. Was ist denn das da hinten? Schieße einen Elfmeter und erlange Informationen? Der Herr ist mich. Aua. Und du, Freundchen, fliegst jetzt auch mal durch die Walachei.
nicht entkommen! Danke, mein Junge. So. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Puh, also im Moment ist es echt ein bisschen... Erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Man kommt nicht so schnell voran. Man wird irgendwie immer aufgehalten von Templern oder von irgendwelchen Spastikern oder von... Ach, ihr wisst, denke ich, was ich meine.